Christabel Braden ist Rednerin, Sängerin und Songwriterin. Nach einem Schädelhirntrauma wandte sie sich der Musik zu und begann mit dem Schreiben von Liedern, nicht nur um sich zu erholen, sondern auch um Gott zu loben. Heute setzt sie sich für Menschen mit Hirnverletzungen ein. Sie kümmert sich um die Überlebenden und ihre Familien und zeigt, dass es noch Hoffnung gibt. Bitte begrüßen Sie Christabel Braden. Christabel, hi! Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Können Sie denen, die nicht viel über Sie oder Ihre Geschichte wissen, erzählen, was Ihnen passiert ist und wie Ihr Glaubensweg aussieht? Ja, natürlich. Mein Glaubensweg ist, wie wahrscheinlich bei jedem, ein langer Prozess und ein Weg mit Gott. Mein erstes Schädel-Hirn-Trauma hatte ich vor 14 Jahren und das führte zu mehreren erneuten Verletzungen. In den letzten 10 Jahren hatte ich mehrere Gehirnerschütterungen und Schädel-Hirn-Traumata. Nach meinem ersten Schädel-Hirn-Trauma musste ich alles neu lernen, zum Beispiel duschen und mich anziehen. Ich konnte mich nicht mehr anziehen, mein Kurzzeitgedächtnis war gestört, die rechte Seite meines Körpers wurde schwächer, Kopfschmerzen, Reizüberflutung und Lichtempfindlichkeit. Ich fühlte mich ständig verwirrt und überfordert. Die Ärzte glaubten nicht, dass ich jemals die Schule abschließen würde, aber durch die Gnade Gottes bin ich heute hier. Es hat ein zusätzliches Jahr und Reha-Therapien gebraucht, aber ich habe die Schule abgeschlossen und Gott war jeden Moment bei mir. Ich konnte auf die Uni gehen und habe Musik studiert. Erst dieses Jahr habe ich meinen Master in Theologie gemacht. Obwohl Ärzte oder Menschen es für unmöglich hielten, hatte Gott doch immer einen Plan und er kann alles tun. Amen, Amen dazu. Wenn ich fragen darf, was ist eigentlich passiert? Wie kam es zu der Gehirnverletzung? Ja, natürlich. Wie ich bereits erwähnt habe, hatte ich mehrere Hirnverletzungen, aber die erste Verletzung passierte eigentlich in einem Spiel in meiner Jugendgruppe. Als ich jünger war, ging ich in eine Jugendgruppe und manchmal spielten wir Spiele. Bei einem Spiel musste man viel rennen und man stelle sich einen Haufen von Teenagern in einem Raum vor. Die Jungs beschlossen, einen Streich zu spielen und so nahm das Chaos seinen Lauf, bis ich mit dem Kopf gegen eine Betonwand knallte. Mein Kopf prallte auf den Boden auf und ich wurde bewusstlos. Wir wissen nicht genau, für wie lange. Ich erinnere mich nicht mehr an die Zeit direkt nach dem Vorfall und auch nicht an das ganze erste Jahr danach. Mein Gehirn war gerade dabei, sich zu erholen und dann hat man mir erzählt, was passiert war. Mein Gehirn begann anzuschwellen und der Druck nahm zu, sodass ich ein paar Tage später alles neu lernen musste. Es ging mir immer schlechter. Als ich dann mit der Zeit Fortschritte machte, fiel mein Gleichgewicht und mein Gleichgewichtssystem aus, was dazu führte, dass ich wieder stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Es war also nicht so sehr der eine Vorfall. Das war zwar definitiv der eine Moment, der alles verändert hat. Aber es waren mehrere Verletzungen im Laufe der Zeit. Ja, es tut mir so leid, das zu hören. Aber natürlich ist eines der großartigen Dinge daran, dass es Ihnen offensichtlich gut geht. Und es ist ein großartiges Zeugnis. Ich finde es toll, wie Musik und Anbetung zu einem so wichtigen Teil Ihrer Genesung geworden sind. Können Sie davon erzählen? Vielen Dank. Ja, wie ich schon sagte, war es ziemlich schwer, als ich meine erste Verletzung hatte. Ich habe vor der Hirnverletzung in der Tat nie ein Lied geschrieben. Und danach fiel es mir wirklich schwer, mich in Gesprächen auszudrücken. Ich hatte eine Schädigung des Frontallappens, sodass meine Emotionen völlig durcheinander waren. Ich weinte und bekam Wutanfälle und konnte meine Emotionen nicht regulieren. Ich hatte auch Probleme mit dem Sprechen und das Singen hat mir dabei sehr geholfen. Ich fing an, wie aus dem Nichts, Lieder zu schreiben und sie reimten sich. Sie gaben Sinn und waren tiefgründig und der Arzt sagte zu meinen Eltern, ich vermute, dass die Musik etwas in ihrem Gehirn anregt, was nichts anderes kann. Ich habe gelesen und gelernt, dass Musik tatsächlich das Einzige ist, das jeden Bereich unseres Gehirns anregt, das unser Gehirn anders nutzt. Gott hat Musik in meinem Heilungsprozess gebraucht. Und Anbetungsmusik ist so kraftvoll. Jede Musik wirkt auf unser Gehirn, aber Musik mit Anbetung wirkt auf unser Gehirn und auf unseren Geist. Durch das Schreiben von Musik
haben meine Eltern gemerkt, hey, da ist noch was drin. Mit der Zeit wurde es eine Reise. Ich bin nicht losgezogen und habe gesagt, oh, jetzt will ich Sängerin und Songwriterin werden. Jemand hat mich einfach gebeten, meine Lieder in seiner Kirche vorzutragen und meine Geschichte zu erzählen. Von dort hat mich jemand gebeten, das weiterzugeben, und mit der Zeit ist daraus eine Tournee geworden. Hirnverletzungen sind eine schwierige Sache. Unser Sohn hat eine Hirnverletzung durch Epilepsie, von der er sich gerade erholt. Aber es gibt alle möglichen Arten von Herausforderungen. Viele Menschen in unserer Kirche haben die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, von Kindern beim Sport über jemanden, der stürzt und stolpert, bis hin zu Alzheimer und ähnlichen Dingen. Das ist etwas, das ihnen auf dem Herzen liegt, nicht wahr? Denn das ist auf ihre ganz eigene Art eine andere Krankheit als andere. Ja, absolut. Es ist unsichtbar. Man kann es von außen nicht sehen. Es ist mir ein Anliegen, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Vor 10 Jahren habe ich online eine weltweite Unterstützergruppe namens Hope After Head Injury gegründet. Das war 2012 und es begann nur als eine Social-Media-Seite. Im Laufe der Jahre traten immer mehr Menschen bei und es wuchs weiter. Und jetzt veranstalte ich einmal im Monat eine digitale Selbsthilfegruppe. Wir haben eine Facebook-Gruppe und einen Podcast zur Aufklärung über Hirnverletzungen mit dem Namen Hope Survives Brain Injury. Mein Ziel ist es, das Bewusstsein zu schärfen und den Überlebenden und Familien Hoffnung zu geben. Ich habe auch eine Gruppe namens Brain Injury Bible Study gegründet, in der wir gemeinsam die Bibel lesen. Ein Teil meiner Überlegungen, meinen Master in Theologie zu machen, war, dass ich Bibelstudien für Menschen mit Schädel-Hirn-Traumata entwerfen wollte. Denn das Lesen und Verstehen fallen schwer, aber der Glaube ist das, was uns durchträgt. Amen. Ich hoffe, das bewirkt etwas. Natürlich gibt es viele Menschen, die alles Mögliche durchmachen. Oral Roberts pflegte zu sagen, dass jeder ein bisschen krank sei, dass jeder etwas durchmache. Sehr oft ist das etwas richtig Traumatisches, Krebs oder irgendetwas anderes. Was sagen Sie jemandem, der gerade zuschaut und sich an den letzten Faden der Hoffnung klammert? Der sich wie festgefahren fühlt und das Gefühl hat, nie aus dieser Sache herauszukommen. Haben Sie irgendeine Ermutigung für diese Menschen? Auf jeden Fall. Ich weiß, dass es bei allem, was wir durchmachen, viele unsichtbare Kämpfe gibt. Es könnte eine Hirnverletzung sein, es könnte eine andere Verletzung oder Krankheit sein. Es könnte ein finanzieller Kampf sein, eine Sucht, eine Beziehung, etwas, das in Ihrer Familie passiert. Was auch immer Sie durchmachen, zuallererst sollten Sie wissen, dass Gott Sie sieht, auch wenn die Kämpfe unsichtbar sind und andere Menschen Sie nicht sehen. Dann geht es darum, das durchzustehen. Ich habe immer noch täglich mit den Folgen meiner Gehirnverletzung zu kämpfen, aber Gott hat mir gezeigt, dass es ein Prozess ist, den ich von Moment zu Moment mit ihm durchlebe. Ich habe das Buch Gottes Nähe suchen von Tozer gelesen, in dem er schreibt, dass Glaube der Blick einer Seele auf einen rettenden Gott ist. In dieser Weise will ich über den Glauben nachdenken, dass wir den Blick unserer Seele weiterhin auf ihn richten, auf den Vater blicken, auf das Kreuz blicken, auf Jesus Christus blicken. Denn wir sehen manchmal auf unser Leben und denken, wir seien nicht in der Lage, auf die nächste Woche zu schauen und zu glauben, dass wir sie schaffen. Nein, aber sie können es in diesem Moment mit Gott schaffen. Halten Sie den Blick Ihrer Seele auf Jesus Christus gerichtet und mit dieser Haltung können Sie alles mit ihm schaffen. Amen. Danke, Christabel. Was für eine großartige Aussage. Das heißt, was für großartige Musik Sie machen. Wenn Sie sich durch diese Geschichte gestärkt fühlen und etwas von Christabels Musik hören wollen, möchte ich Sie ermutigen, auf christabelbraden.com zu gehen. Christabel, danke Ihnen. Das war eine tolle Geschichte und eine Ermutigung für alle. Vielen Dank. Gott segne Sie. Danke.